Ja, was hier so schön arbeitet, ist meine erste Selbstkonstruktion gewesen. Das war auch mein allererster Motor, den ich überhaupt gebaut hatte und angefangen hatte. Aber da hier mehrere Schwierigkeiten auftraten, habe ich ihn ab und zu mal beiseite gelegt und habe dazwischen immer erstmal einen anderen Motor gebaut. Und habe dann so nach und nach versucht, die Probleme zu lösen. Und unten die Stützen, die den Tank in der Höhe verstellbar machen. So lässt sich dann die Flamme einstellen, um den Motor im Tempo und richtiger Flammengröße zu regeln. An der Vorderseite zur Kurbelwelle sieht man hier den Nocken, der hier auf der Kurbelwelle zusätzlich angebracht ist. Dieser Nocken steuert dann den Schlepphebel. Das sind alles eigene Entwicklungen. Der Nocken ist angelehnt an Ernst Arne Kruses seinen Motor, was die Steuerzeiten anbetrifft. Aber ansonsten ist er abgewandelt in Konstruktion. Und der Schlepphebel ist also eine völlige Eigenentwicklung. Hier sieht man dann in Verlängerung die Stößelstange, die hier oben den Schieber zum Einlass der Flamme regelt. Also da wird die Flamme reingelassen. Na, und so setzt sich dann der Motor in Bewegung. Jetzt werde ich den Motor mal anzünden. Das heißt den Brenner. Links unten kann man die Bewegung des Pleuels sehen und hier vorne natürlich sehr schön die Bewegung des Nockens am Zylinderkopf, wie der Motor zu seinem Namen gekommen ist, Flammenfresser, weil er hier die Flamme in diesen Kanal einfrisst. Er saugt sie an und wenn sich die Flamme abkühlt, entsteht ein Unterdruck, die den Kolben dann nach oben saugt. Die Teile habe ich alle als Schrott gefertigt. Ein altes, verrostetes Zahnrad wurde benutzt, um hier, welches aus Grauguss bestand, dieses Schwungrad daraus zu machen. Und ja, der Nocken und das Grundgestell bestehen aus Aluminium, Kurbelwelle aus Stahl. Der Zylinder ist auch aus Aluminium gedreht. Die Tank- und Brennereinheit ist aus Messing. Naja, und der Auspuff ist noch nicht ganz fertig. Das ist dann noch das Letzte, was ich noch machen muss.
Hier ist auch noch der Öler zu sehen, der auch wichtig ist für die Schmierung. Läuft der Motor zu schnell, wird er zu schnell heiß und bleibt stehen. Deswegen ist es ratsam, die Drehzahl nicht zu hoch werden zu lassen. Ab und zu mal ein Tropfen Öl kann auch nicht schaden. Das Öl, das kühlt den Motor auch von innen. Ich bilde mir ein, dass er doch noch ein klein wenig schneller läuft. So, ich habe jetzt mal hier noch den Riemen aufgelegt und werden mal sehen, wie die Transmission hier läuft. Wie man hier sieht, habe ich hier Lagerbäcke mit einer langen Welle rangebaut, die also auch hier dann weitergeht
sind Maschinen runter, sind Generator, Schleifscheibe. Naja, kann noch ergänzt werden. Also werden wir das mal starten. Na, und hier arbeitet man an einer Maschine. Thank you.